Hallöchen und wir kommen wieder zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir stehen vor Ganons Schloss und kommen auch somit dem Ende von Ocarina immer näher. Ich habe beim letzten Mal gesehen, da vorne ist ein schwarzer Turm, aber ich war noch nicht dort. Ich habe nur gesehen, ich weiß aber nicht, ob man da was machen muss oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommen wir noch dazu, je nachdem, mal schauen. So, wir gehen jetzt... Link, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Die sechs Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von sechs Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Eine sehr schöne Melodie hier, die ja gerade erklingt, und die Farben dazu, oder ein Chor besser gesagt, hört sich wirklich toll an. Und da ist sie, die wunderschöne Regenbogenbrücke. Oder wenn man es genau nehmen will, das Ticket zu Ganons Schloss. Bin ich natürlich jetzt mal gespannt. Teufelsturm. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr... Oh! Da vorne sind wieder diese komischen Augenzyklopen. Oh, da ist auch der Eingang. Vielleicht kann ich. Schnell. Oh! Ich hab schon gehört, der wollte schon schießen. Alter! Im Ernst jetzt? Das ist also die Barriere oder was? Die wird... Ah, okay. Aber kann man hier rumlaufen, ne? Ah ja, das sind die Amulette, die wir eingesammelt haben. Ich verstehe, das geht hier einmal komplett im Kreis. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. Okay. Moment, ich will mich hier noch kurz umgucken, denn das sieht nämlich hier alles so toll aus. Was ist denn da unten noch? Ja, genau, da ist so ein komischer Turm. Genau, den habe ich gemeint. Mal ganz kurz hin. Den habe ich gesehen. Aber... Ja. Ich kann halt einfach nichts machen. Ne? Okay, gut. Dann fangen wir so an, dass wir auch nicht so durcheinander kommen. Fangen wir bei dem Lilanen an und gehen einmal quasi im Kreis. Dann ist das am einfachsten für uns. Ist eine Kiste. Ich weiß nicht, ob ich so dran komme. Ich probiere das jetzt mal. Ja. Teufel, 5 Rubine. Komme ich jetzt? Ich wollte gerade sagen, komme ich nochmal zurück? Ja. Okay. Dann werden wir jetzt mal die Fackel anstecken. Ah, da wird uns ein Weg gezeigt, aber wir haben nur wenig Zeit, um da vorbeizukommen. Boah, das ist doch mal knapp gewesen. Schnell, Link! Nein! Oh Gott, da ist wieder so ein Wabbelvieh. Oh. Vergiss es. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Nein, das ging daneben. Ah, ist ja gut. Ah! Okay. Hä, da ist ja... Ach, das sind ja noch mehr Sachen. Da ist ein Schalter. Nein, Link! Ja, so hätte ich es auch gemacht. Ach Mann, Link! Klopp die Nuss. Ach ja, der ist ja auch da. Okay. Ich
probiere mal was anderes. Ja, nee. Ja, falle ich da wieder runter. Ich sehe das gar nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Ich hab's doch gesehen. Oh Gott. Oh Gott, ich wollte schon gerade sagen, jetzt falle ich runter, aber ich habe es geschafft. Oh, Link, dann geh doch mal da dran. Große Truhe jetzt schon. Gibt es hier überhaupt einen Kompass? Ich weiß es nicht. Die Titanhandschuhe. Du fühlst noch größere Kraft in deinen Armen. Du packst schwere Dinge mit. Ach, ja, ist das so? Ich hoffe, ich mache das jetzt gerade richtig. Aha. Okay. Gut, dann weiß ich ja, wie ich diese riesen Blöcke da umhauen kann. Ach so, löschen. So, das ist hier fast wie bei der Gerudo Arena. Da brauche ich ja auch wahrscheinlich alle Items, die man hat. Link, jetzt fall bloß nicht runter, ne? Oh Gott, wenn ich nachher den ganzen Weg wieder zurückgehen muss. Oh. Geschafft. Was ist denn? Ich muss nicht angucken. Was ist denn das für ein Bällchen? Muss ich dagegen schießen? Vielleicht bringen die Dinger was vom Zelda, die uns selber gegeben hat. Die Lichtpfeile. Ah, okay. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Ja. Wird gemacht. Was ist? Okay. Ach so, die verschwinden dann. Ah, okay, dann ist die Orientierung eigentlich ziemlich einfach. Kann man sich ja daran orientieren. So, jetzt will ich mal was ausprobieren. Kann ich immer noch nicht? Alter! Der Link ist jetzt quasi Son Goku. Okay, wenn das hier funktioniert hat, dann will ich doch... Ach da. Gott sagen, ein Amulett... Wollte ich vorhin schon sagen, dass ein Amulett fehlt, aber ich war mir nicht sicher. Wo war denn der Ausgang? Dann weiß ich jetzt, wie ich den Turm da wegkriege. Den habe ich beim letzten Mal, wo ich die goldenen Skortulas gesammelt habe. Da ist mir das... im Augenwinkel, sage ich mal, aufgefallen, aber ich habe vergessen, das anzusprechen. Ich wollte aber auch jetzt nicht zurückgehen. Dann müsste das ja jetzt rein theoretisch... Oh Gott, Link. Kann ich das jetzt mit meiner Superhände wegmachen? Ja, den Turm habe ich gemeint. Na komm, Link. Ja, stark der Bursche. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drinne ist.
Denn das interessiert mich ja schon. Was? Eine Feenquelle? Ich hab doch. Ich hab doch Feen. Egal, jetzt kann ich wenigstens das eine. Ach nein, das ist gar keine. Ach so, das ist so eine Feenquelle. Wir haben aber doch schon alle Kräfte. Was bitteschön soll uns die Fee jetzt noch geben? Jetzt bin ich überrascht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Und jetzt kommt wieder dieses. Ach, doofe Lachen so. Sprichst du auch mal? Hallo, mein süßer Link. Ich bin die Fee des Mutes. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Was? Du erhöhst meine Abwehrkraft. Oh. Unsere Herzen haben quasi sowas wie ein. Sieht aus wie so ein Minischild pro Herz bekommen. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Ja, okay. Also das sieht doch auf jeden Fall schon mal richtig edel aus. Da wirken die Herzen gleich ganz anders da. Gott sei Dank habe ich an dieses Ding gedacht. Ich weiß ja nicht, ob das von Vorteil ist, wenn wir gegen Garnon kämpfen. Aber ich denke mal schon. Gehen wir jetzt nochmal zum eigentlichen Thema zurück, weil wir waren ja hier quasi im Schloss beschäftigt. Oh ne, ich muss warten, bis sie weggucken. Nicht hergucken, nicht hergucken, nicht hergucken, nicht hergucken! Oh. Okay, also man sieht anhand der diesen Strahlen sieht man, wer wo was geschafft hat. Okay, dann quasi, dann gehen wir jetzt einfach hier einmal ringsherum. Ich wollte eigentlich von hinten anfangen, aber ist jetzt egal. Ach du lieber Gott. Ich bin überfordert. Was ist denn Navi? Vorsicht vom. Ja. So, wir müssen hier jetzt auf jeden Fall wieder diese Teile einsammeln. Wie soll ich denn da dran kommen? Egal. Komm ich da? Okay, ich komme da dran. Ah, da ist ja noch eins. Und da drüben. Nein! Hä, ich habe jetzt gar nichts abgezogen bekommen. Warum denn das? Alles gleich. Ja, ich habe gar keinen Schaden bekommen. Ajo, warum dann auch nicht? Oh nee, nicht diese Schnecken schon wieder. Wo willst denn du hin? Die leben ja immer noch. Nee, die ist direkt geschwommen, die Schnecke. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da dran kommen soll. Okay, das da geht schon mal gar nicht. Das ist auch die Tür zu. Ist das so dran? Hä, ist hier irgendwie. Hä? Versuch's mal so, vielleicht komme ich so dran. Ah, es hat geklappt. Was? Eine Truhe?
Trouble Mean. Ach, ach, hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ich glaube mal, das war ein bisschen schief, oder? Ja. Super. Ja, auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen. Ah, das sind wieder diese Sonnen. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Spinnennetz. Ah, da kann ich bestimmt freischießen. Ja, ja. Okay, man braucht so viel Feuer. Mensch, Link. Ah, jetzt geht wieder dieser Mechanismus mit dem Schild, Schild, Spiegelschild, genau. Was ist denn hier? Wir sind von da gekommen? Okay. Gehen wir einmal ringsherum. Wie war das nochmal? Ah, so. Was, jetzt schon? Direkt beim ersten Mal? Okay. Kriegt man noch was Besonderes bei den... Nee. Okay. Oh nein, nein, ich hasse diese Dinger. Ich hasse vor allen Dingen diesen Ton. Warum sammle ich überhaupt die Rubine ein? Ich habe da schon über... Ich habe da 500 Stück. Oh nee, nicht schon wieder, oder? Ach Gott. Ich liebe dieses Spiel wirklich, ne? Aber ich hasse diesen Ton von dieser Hand, wenn die kommt. Vielleicht kriege ich hier jetzt mal was Gescheites. Nee, natürlich nicht. Nein! Okay, das war's. Ich lasse das Schild jetzt mal noch an. Ich weiß nicht, ob ich das hier brauche. Oh, okay, überhaupt nicht. Eine Dekonuss? Jetzt mal ganz im Ernst. Warum finde ich hier eine Dekonuss? Ich kann doch die Schleuder sowieso nicht benutzen. Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Auf jeden Fall, Ma'am. Somit hätten wir schon das zweite Siegel gebrochen. Das Gute ist, wir müssen die ganze Strecke nicht zurücklaufen. Wir werden ja direkt dahin geswitcht. Und somit verliert Ganon seine Barriere immer mehr an Kraft. Nur leider ist es nicht das Ende. Wir müssen noch ein bisschen. Okay, dann gehen wir jetzt. Müsst ihr. Ja. Wir gehen jetzt hier quasi rein. Wo das. Wo der Stein davor war. Oh mein Gott, was ist das? Eine Skulltula? Kann ich die auch so abnehmen? Ja, nee, ich will mir noch ein bisschen die Pfeile aufheben. Also, ja gut, vielleicht... Ja, ich finde auch so welche. Die sind überall welche, oder? Nein! Wo ist noch einer? Da. Komm her! Eine große Truhe, oder? Oh, nee. Schade. Aber was ist denn da bitte schon drin, was die anderen nicht... Oder ist das eine Falle? Ah, ich riskiere es einfach mal. Denn wirklich sicher bin ich mir nicht. Kleiner Schlüssel. Okay, dann probiere ich mal einen anderen. Dann müsste hier was... Rubine, toll. Ich habe das schon. Okay, ja, ich dachte, da wäre jetzt schon was Schlimmes drin oder so. Aber na, wenn das so ist, dann kann man... Oh, ich hab's genau gewusst. Link, befreie dich mal. Boah, hat mir das jetzt viel abgezogen.
Ist das jetzt in jeder Truhe so, oder? Ach, da ist eine Tür. Verschlossene Tür. Na, hoffentlich war das die einzigste Fehltruhe. Ah, ich nehme alles zurück. Neue Pfeile. Ja, dann ist hier bestimmt wieder irgendein Quark drin. Das weiß ich jetzt schon. Komm. Ja, hätte ich mir auch eigentlich sparen können. Gut, wir haben es geregelt. Ist gut jetzt. Was? Man braucht noch einen Schlüssel? Oh, guck mal hier. Das ist doch das Zeichen, wo man spielen kann. Mit der Ocarina. Ah. Mittlerweile hat sich das ja eingepegelt, dass man Zeldas Wiegelied spielen muss, wenn dieses Zeichen auf dem Boden ist. Mit Ruhe. Und damit können wir auch die verschlossene Tür öffnen. Ach du lieber. Was? Ich habe nur eine ganze Minute Zeit. Oh Gott. Das erinnert mich so ein bisschen an das Einsammeln. Oh, da war was. Das erinnert mich so ein bisschen an das Einsammeln bei dem einen Dungeon, den wir gemacht haben. Ist da drin noch? Oh. Nein. Wie soll ich bitte schön da oben dran kommen? Oder kann ich mich da hochschießen? Ja, ich kann mich da hochschießen. Wenn ich dazu komme. Sehr schön. Und jetzt nichts wie weg hier. Oh nein. Nicht schon wieder du. Oh, ich hasse die Sand. Ich könnte mal ausflippen, wenn die kommt. Toll. Hier ist ja gar nicht dieses Siegel oder was das ist. Aber hier muss es doch irgendwie weitergehen. Oh, im Ernst jetzt? Ach so, da hätte ich das Auge der Wahrheit benutzen müssen. Na gut. Ich hätte auch selber mal drauf kommen können, ne? Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Ja, aber ich kann nur so schnell spielen, wie es geht. Und das nächste ist geschafft. Wir müssten sie bald alle durchhaben. Echt? Nur noch das hier? Nee, ich guck mich mal lieber oben. Da kannst du mir nicht erzählen. Ah, nee. Das sind, glaube ich, nur noch die zwei hier. Okay. Link, in der Höhlenhitze herrscht extreme Hitze. Lange können wir hier nicht bleiben. Ich muss gerade mal so feststellen. Ich dachte jetzt im ersten Moment, ich stehe in Super Mario 64. In diesem Feuerlevel. Das sieht nämlich haargenau so aus. Oh je. Das ist das eine Level, wenn man durch das Feuergemälde springt. Unten im Erdgeschoss. Oh, da ist auch noch eins. Das aber eins. Und ich. Das heißt, man darf nicht so lange drauf bleiben, oder wie? Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Nein, Link, was? Ganz ruhig.
Ja, ich bin ein bisschen nervös. Vielleicht, ich versuch's jetzt mal. Nee, ich versuch's eben nicht. Link, geh zurück. Hä, da ist ja wieder so ein Stein. Ach, da ist ja auch eine drunter. Dann mache ich das jetzt anders da. Ich laufe jetzt nicht mehr über das doofe Ding drüber. Im Ernst jetzt? Wenn ich die Schuhe anhab, dann... Also komm jetzt bitte, ja? Och Mann. Aber ich stelle mir gerade so fest, wenn ich diese Schwebequanten anhabe, dann rutscht hier gar nichts runter. Ja, bis auf die hier. Link. Oh, ich wollte gerade sagen. Okay. Ja, jetzt machen wir es aber richtig. Ja. Wir sind jetzt ein paar Mal runtergefallen. Das passt. Das kommt mal vor. Hätte ich das von vornherein gewusst, hätte ich die sofort angezogen. Hätte ich mir das erspart, diesen Stress, sage ich mal. Komm, lass deine Muckis spielen. Ich weiß, dass es in dem Schloss hier, also da, wo wir jetzt sind, dass es da noch ein Versteck gibt in der Wand. Das weiß ich, aber ich weiß nicht, wo das ist. Das weiß ich noch. Aber das weiß ich nur, weil ich das damals mal bei einem Kumpel gesehen habe. Aber wo das... Mein Scheiß. Wo das jetzt genau ist, das weiß ich nicht. Dann müssten wir da mal... schauen. Uiuiui. Link, bitte! Ich krieg gleich die Krise, ne? Ach so, ich habe sie schon alle eingesammelt. Oh, na dann. Ich dachte jetzt, ich müsste die jetzt nochmal einsammeln. Ich lasse die jetzt vorsichtshalber mal an. Toll. Ich gebe mir hier den Riss und dabei ist das Ding einfach nur hinter der nächsten Tür. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Wir sind schon dabei. Sehr schön, das nächste Siegel haben wir auch gebrochen. Ich ziehe mich aber erstmal nochmal um. Das sieht aus wie das Wassersiegel. Oh, wie cool ist denn das? Ah, da ist diese Flamme. Ich denke mal... Ich wette, wir müssen Feuer mitnehmen. Egal, ich... Dann opfere ich jetzt mal die Feen. Da kann ich es jetzt nicht ändern.
Will ich aber auf jeden Fall mitnehmen, das Feuer. Ich könnte wetten, das brauchen wir für irgendwas. Oh ne, nicht die schon wieder. Komm her! Auf weg zu rennen. Ach, da ist die Tür aufgegangen. Einmal. Zweimal. Und jetzt das dritte Mal noch. Und das, ich wette, da kommt jetzt bestimmt wieder kalte Luft raus aus der Truhe. Ja. Warum gucke ich da überhaupt rein? Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Okay. Ah doch. Da war eine Truhe. Ach, ein Herz. Ja, genau. Da, ah, siehst du? Gut, dass wir das mitgenommen haben. Werden wir wahrscheinlich öfters brauchen. Ich nehme mal vorsichtshalber noch einmal mit. Denn man weiß ja nie. Ah, Link. Oh, nee. Also da vorne ist die Tür zu. Was ist da? Ah. Ich würde mal sagen, ich bevorzuge jetzt erstmal den hier. Ob das richtig ist, ich weiß es nicht. Das sehen wir dann, wenn es Licht angeht. Nee, okay. Ich denke mal, wenn wir jetzt runterfallen, dass es dann resettet wird. Ja. Okay. Machen wir mal das so. Oh, hätte ich auch gleich so machen können. Mensch. Das war nämlich in der anderen Eishöhle genauso. Da konnte man das mit diesem einen Puzzle da auch resetten, wenn man runterspringt. Oh, eine. So, ich kann dich jetzt eh nicht einsammeln. Das bescheuerte Feuer braucht. Achso, ich muss hier drücken. Also an manchen Dingern, da geht er automatisch hoch und bei anderen, da musst du drücken. Ah, da brauchen wir wieder unseren Thor's Hammer. Fall jetzt bloß nicht wieder runter. Komm ich da eigentlich? Ah, okay. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, jetzt muss ich bestimmt wieder die Blöcke benutzen. Das ist auch schon das nächste. Mensch, mach doch mal auf! Links, sag mal, bist du doof? Toll, wozu habe ich dann das ganze Feuer mitgenommen? Das war ja dann unnötig. Hätte ich mir die auch sparen können, die Feen. Mal ganz ehrlich. Ich nehme jetzt einfach mal das hier noch mit und die Ocarina. Denn mir ist nämlich aufgefallen, das Auge der Wahrheit haben wir kaum benutzt, nur am Anfang. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das war. Prinzessin Ruto. Das Wassersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Liebster. Ah ja, stimmt, die denken ja immer noch, die sind zusammen. So, dann müssten wir eigentlich alle Siegel jetzt haben. Beziehungsweise alle Siegel gebrochen. Sehr schön. Nee? Ach, da ist ja noch eins.
Das habe ich dann komplett übersehen. Ha, sorry. Oh. Kann man den eigentlich direkt damit erschießen? Boah, mit einem Schuss? Okay. Was soll da jetzt bitte drinnen sein? Ah, der Rubin ist ja fast so groß wie ich. Toll. Dann machen wir es einfach so. Dann nehmen wir das. Und das. Ich denke mal, ich muss ziemlich schnell alle anzünden. Das gleiche Spiel hatten wir nämlich. Oh, in dem. Nein, nein. Hey, ich treffe doch. Link, mal ruhig hier, ganz ruhig. Gut. Ich sag ja, mit dem Bogenschießen in dem Teil ist nicht so meins. Komm, öffne dein Auge. Es hat nicht wehgetan. Das Teil verkühlt mich. Ach Mann. So, jetzt aber. Konzentrieren und... Okay, der braucht eindeutig zu lang. Machen wir es eben anders da. Ich wollte eigentlich davon keinen Gebrauch machen. Aber dieses komische Etwas da, dieser Strahlenzyklopen, der lässt mich an. Oh Gott, ich sehe fast gar nichts. Ach, der hat das Auge wieder offen. Okay, das bringt ja mal gar nichts. Ich werde definitiv hier einmal runterfallen. Ey, Moment mal. Dann holen wir... Und jetzt mal die Schuhe. Ich hab was vor. Müsste eigentlich gehen. Ist ja fast das Prinzip wie im Wasser. Super. Es hat funktioniert. Und jetzt bist du dran. Ist mir nämlich auf den Sack. Nein! Da ist ein Schalter. Ah, cool. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, wie soll ich denn jetzt wieder zurück an diesen Rubin da kommen? Ah, so geht's auch. Ja, ich muss immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich immer Angst, dass ich runterfalle. Muss ich das Ganze wieder von vorne machen. Ganz ruhig, Link. Da kann ich mir vorstellen, was ich da machen muss. Oh ne, ich hoffe, der Link bleibt stehen. Schnell, 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 schnell. Boah. Also mit den Schuhen zu laufen, ist echt schwer. Oh, das ist das letzte Siegel. Aber leider reicht... Ah doch, ich habe ja noch grünes Elixier dabei. Achso, ja, stimmt. Ich brauche ja den Pfeil. Salia. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Link. Naja. Rein theoretisch hätte ich auch von der Reihenfolge von den Amuletten lang gehen können, ne?
Naja. Hauptsache, wir haben sie jetzt alle gebrochen. Ich hoffe es, dass es jetzt alle gebrochen sind, oder fehlt immer noch eins? Aber ich glaube nicht. Nee. Okay. Ja. Wir haben die Barriere geknackt. Jetzt will ich aber einmal hier unten gucken, denn... Ich brauche das Auge der Wahrheit. Denn ich weiß, dass hier irgendwo noch was war. Das habe ich nämlich mal gesehen. Ich kann mich aber auch irren. Dann tut es mir auf jeden Fall sehr, sehr leid. Ah, ich hab's gefunden, aber ich weiß allerdings nicht, was hier drinnen sein soll. Oh, schnell, die muss ich fangen. Die dürfen nicht flüchten. Schnell, bevor die sich selbst benutzen. Schnell, Link! Ey, schießen die auf mich? Ich glaube, es geht los. Das sieht so aus, als würden hier alle was verkloppen. Könnte mal bei den Einkaufen gehen. Ich mache jetzt erstmal die Feen weg, bevor ich sie aus Versehen benutze. Oh, wie geil ist denn das? Was hast du denn Schönes? Hab Gnade, verschone mich und... Ich verkaufe dir grünes Elixier für nur 40 Rubine. Du hast schon genug davon. Komm später wieder. Okay. Gut, dann machen wir das so. Wir nehmen das jetzt, trinken das, dann haben wir wenigstens wieder volles Elixier und dann kaufen wir das gerade bei ihm. Was? Der ist weg. Nein, ich hab's benutzt. Egal. Hab Erbarmen. Ich kann dir einige Bomben verkaufen. 5 Stück kosten 40 Rubine. Na egal, komm, kaufen wir. Ich weiß ja nicht, was da auf uns zukommt. Halte ein, lass mich gehen und ich verkaufe dir Pfeile. Pfeile nehme ich auf jeden Fall. Was hast du Schönes? Vergib mir. Lass mich laufen und ich verkaufe dir rotes Elixier für nur 40 Rubine. Nee, rotes Elixier brauche ich nicht, denn ich habe ja genug. Ja, komm, nee, nehme ich dich gerade mit. Müssen wir halt ein bisschen sparsam umgehen mit unserer Kraft. Kann ich es jetzt nicht ändern. Aber ich habe gewusst, hier gibt es noch einen geheimen Raum. Denn den habe ich mal gesehen. Und ich habe ihn gefunden. Dank dem Auge, ne? Okay, das muss ich gerade überlegen. Genau. Da ist die Brücke. Aber ich glaube nicht, dass da Ganondorf kommt, denn das wäre... Weil ich sehe gerade, da drüben ist noch eine Brücke. Würde ich mal sagen, machen wir hier an der Stelle das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal noch rein. Ciao.